zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Create Life. Und wir bauen oben an unserem Häuschen weiter. Nebenbei versuchen wir hier auch noch unser Lager etwas zu optimieren. Und mal schauen, wie weit wir jetzt in der Aufnahmesession kommen. Ich bin gespannt. Zuletzt hatten wir hier ordentlich ein Fundament ausgehoben für unser Häuschen. Hier unten ist ja unser Lager. Wir hatten ja schon einige Sachen einsortiert. Ne, hier. Das soll später etwas besser automatisiert werden. Aber aktuell müssen wir es noch ein bisschen per Hand reinpacken. Und ich bin im Off ein bisschen losgegangen und habe für unseren Fußboden schon mal ein bisschen hier Dings geholt. Birke. Wir haben uns ein bisschen Birke geholt. Deswegen, das müssen wir aber nochmal herstellen. Moment. Ich brauche mal ein Stack. Wie kriege ich denn hier ein Stack raus, wenn ich hier... Okay, alles klar. So. Gut. Denn ich habe ja gesagt, ich glaube, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne einen hellen Boden. Oh, und das soll Birke sein. Und deswegen bin ich mal los und habe Birke geholt. Den setzen wir jetzt hier mal rein. So soll es sein. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schick aus. Wenn wir einen schönen hellen Fußboden nehmen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir... ich hatte übrigens nach einem Hungermod gesucht. Also quasi ein Mod, der die Hungerrate etwas verändert. Beziehungsweise eine Spoiling-Mod, wo halt das Essen dann vergammelt. Ich habe auch was gefunden, aber ja, das ist, ich sag mal, das war ein bisschen blöd, weil nach einem Tag, also einem Ingame-Tag, war schon alles vergammelt. Und das wäre mir dann doch zu hart gewesen, dass nach einem Tag halt komplett das Essen vergammelt ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was wir machen wollen. Dann lieber halt gucken, dass wir eine Hungermod finden, die halt, den Hunger etwas beschleunigt oder verschiedene Aktionen, verschiedene Hungerrate oder eine Hungerrate wegnimmt, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich pack das jetzt hier mal rein. Zack, zack, zack. Ich habe übrigens meine Playlist erstellt mit Musik, die jetzt, sage ich mal, hoffentlich nicht von YouTube zensiert wird, die aber schön zum Spiel passt, weil das halt ruhige Musik ist. Das sind halt, also nicht alles wird ruhig sein. Ein paar Sachen sind auch alte 8-Bit-Sounds. Also quasi von der SNES oder sowas, ne? Aber alles passt ein bisschen zu diesem Minecraft-Pixel-Spiel. Irgendwie passt es dazu. Es sind auf jeden Fall Titel aus Spielen, die hoffentlich von YouTube nicht zensiert werden. Und mal sehen, wie sich das in das Spiel einfügt. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Pack mal den Rest wieder rein. Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam bin irgendwie. Okay, ja. Großartig. Genau das was ich haben wollte. Genau. Wie war denn das? Achso, okay. Ich muss gedrückt halten. Kann ich das auch hier? Ach so, nee, warte mal. Wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich das Zeug reinpacken. Schleim? Fragezeichen. In 600, was, in 600, 46 Meter? Wieso ist es 46 Meter? Wie,
komme ich auf 46 Meter? Warum habe ich da ein Schleim-Fragezeichen gemacht? Ganz komisch. Ich weiß es nicht. Gut. Cobblestone und so weiter. Was war denn das? Ich hatte gerade das... Es hat sich gerade angehört, als hätte irgendjemand gesprochen. Hä? Sehr merkwürdig. Gut. Wo habe ich denn jetzt Cobblestone hier drin? Was ist denn hier? Das ist der Crate-Ordner, wollte ich gerade sagen. Ich habe auf jeden Fall so eine Hungermat gefunden, wollte ich noch mit da erwähnen. Die habe ich aber noch nicht eingebunden, weil ich muss erst mal gucken, wie es funktioniert. Also was man da einstellen kann. Gibt es, glaube ich, eine Config für. Und auf jeden Fall zieht es halt Hunger ab. Entsprechend, ob man Rüstung anhat, ne, welche Aktionen man im Spiel durchführt. Alles so Sachen, die ein wenig Einfluss darauf haben, wie schnell hungrig wir werden. Und das ist ganz gut, weil dann macht es nämlich ein bisschen mehr Sinn. Ich springe erstmal hier so drei Blöcke hoch. Wie wir die Fassade gestalten, na, das wissen wir auch noch nicht so richtig. Auf jeden Fall werde ich mal hier aus der Perspektive... Man könnte ja dann hier so Balken drüber legen, ne? Oh, Spiel hängt. Also soll ich so einen Cobblestone-Rand machen? Ich weiß nicht, ich bin mir noch ganz unsicher. Sieht nicht so schön aus. Bin mir noch... ich bin mir da unsicher. Vielleicht nehme ich auch Holz? Wie es knarzt, das ist cool. Hier kommt auf jeden Fall eine Tür rein. Eine Doppeltür. Eins, zwei... Ah ne, das geht ja gar nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei... Naja, können wir keine Doppeltür machen? Doppeltür? Ne, keine Doppeltür. Ich glaube, wir müssen hier... Mist. Eine einfache Tür. Wir haben ja darauf geachtet, dass wir hier eine ungerade Anzahl haben, ne? Das ist ein bisschen blöd. Weil so eine Tür ist halt immer komisch. Schade, dass es den Carpenter's Mod hier nicht mehr gibt. Ab der Version. Oder für diese Version. Der hatte nämlich so eine Art... Wie Garagentore, so eine großen. Die konnte man halt entsprechend mit verschiedenen Materialien... auffüllen und dann hat das ganz gut gepasst und man hatte eine Dreierbreite. Oder ich glaube, man konnte sogar das so breit machen, wie man das möchte. Das wäre ganz cool. Wir können aber Folgendes machen und das, glaube ich, ist auch eine ganz coole Idee. Wir werden das vierer breit machen. Drei breite, Entschuldigung, dreier. Und werden hier wie so eine Art Vorbau machen und werden uns das dort man kann das jetzt quasi, warte mal, wie war das? Vorbau, also wie so eine Art, nicht Vorgarten, wie nennt denn sich das? Eine Terrasse. Es nennt sich, glaube ich, Terrasse. 1, 2, 3, 4 auf 5. Und dann können wir nämlich dort eine einzelne Tür machen. Das passt, glaube ich, viel besser.
Und dann machen wir nämlich hier. So. Mal sehen, ob ihr wisst, was ich meine. Also quasi, man kommt hier hoch. Die Bäume kommen vielleicht nochmal weg. Man kommt hier hoch, hat halt quasi erstmal hier so diese Terrasse. Den Vorbau sozusagen. Und dann geht man hier durch die Tür. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ich glaube, ich hatte... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte auch so einen Meißelmod mit reingenommen. Das müsste ich gleich nochmal gucken. Schüssel oder sowas. Oder gab es das doch nicht mehr für die Version? Es kann sein, dass ich das gesucht hatte, aber dass das dann doch nicht mehr für die Version verfügbar gewesen ist. Deswegen, kann ich jetzt schlecht sagen, ob das funktioniert oder nicht. Drei Blöcke ist mir vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ich glaube, ich mache das mal noch ein bisschen höher. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen höher. Und da legen wir so Balken drüber. Dann nehmen wir die dunklen Sachen. Und zwar hier. Das ist Spruce Wood. Nee, warte, hier, zack, weg. So. Darauf, wie gesagt, jetzt hier die... Moment. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ach, Mensch, schwierig. Oh, nee, warte mal. Kann ich das einfach hier so dran setzen? Wie funktioniert das, wenn ich das jetzt so mache hier? Nee, glaube ich nicht. Nee, geht nicht. Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ich will gerne so einen Balken halt drüber ziehen, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und die kann ich, glaube ich, auch von hier oben aus platzieren. Noch eins drüber. Und dann halt komplett hier drumrum. So dass die Balken sozusagen auf den Steinsäulen liegen. Auf den Steinsäulen ruhen. Dann packen wir hier nochmal drunter. Was war das? Warum hat er so gewackelt? Das war dann quasi wie so eine Art Fachwerkhaus nach oben. Es wird auf jeden Fall ein spitzes Dach. Oh, das sieht jetzt komisch aus, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir das so lassen. Deswegen werde ich erstmal hier diese Hauptstränge nehmen, also die Hauptbalken, die sozusagen das Dach halten. Die Hauptbalken, die das Dach halten. Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall nicht ausreicht, das Holz, was wir haben. Oh. Wie viel haben wir denn da drin? 434.
324. Ah, ich hab so einen Mod. Ach Mist. Der hat er gar nicht genommen, ey. Ich hab doch hier mit die Steuerungstaste gedrückt, um das Deck rauszunehmen. Ach nee, ich muss die Shift-Taste drücken. Na gut. Na gut. Haben wir uns gemerkt. Zack, zack, zack. Immer stehen die Säulen im Weg, das ist ja unglaublich. Wir werden das hier, ich habe mir nämlich gedacht, dass wir das hier alles nochmal begradigen und dann machen wir dann große Felder hin. Also da kommen dann unsere, das da hinten, das ist nur so, ja, so ein kleines Gejizzle. Wir werden große Felder dann hier anlegen, das haben wir genug Platz für. Aber wie gesagt, das wird jetzt hier kein krasses Gameplay für The Great Life, wo wir 1000 verschiedene Maschinen herstellen oder so, sondern dass wir spielen ganz normal Minecraft und nutzen das als Möglichkeit, ja, unsere Produktion zu verbessern. Warte mal, das war 1 zu viel. So. Sonne blendet auch ein wenig. So, mal gucken. Hier rüberziehen auf jeden Fall den Balken noch. Und dann legen wir mal hier die Cobblestone-Blöcke noch drunter. Ach, das, ja, genau. Genau so wollte ich das. Mhm. Sehr gut. Großartig. Zack. Hier vorne haben wir noch was vergessen. Okay, jetzt habe ich zumindest erstmal hier schön überall die Stämme liegen. Das passt noch nicht ganz, jetzt aber schon. Und hier kommt hier auch was drunter. Cobblestone haben wir noch. Jawohl, haben wir noch. So. Ich würde die... Diese nach den hier ausrichten, glaube ich. Oder ich mache einfach gar nichts dran. Dann sieht das nämlich nicht so komisch aus. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann für einen Boden nehmen. Ich würde dann auf jeden Fall Slabs nehmen. Für oben. Damit die, damit man die Balken noch ein bisschen sieht. Und hier machen wir wieder eine Tür rein. Eine einzelne. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich hier... wie sieht denn das aus, wenn ich hier auch den Boden sozusagen wie so eine Art Blockhausform die Balken hier hinsetze? Na, hier machen wir einen Zaun. Nee, warte mal, das machen wir nicht. Hier machen wir einen Zaun. Wir machen das bloß ab hier. So, ja. Wir machen das bloß ab hier. Zack. Wie man sich halt einfach immer wieder verbaut. Weil man einfach viel zu hektisch ist. Man ist einfach viel zu hektisch. Und schon wieder verbaut. Wir werden auf jeden Fall hier hinten auch nochmal eine Tür nach unten bauen. Beziehungsweise Treppe. Also eine Tür nach hinten raus und eine Treppe nach unten, weil hier kommt ja dann später unser großes, unsere großen Felder hin. Also mehrere kleine oder einzelne Felder.